Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Alles in allem, Vorteile überwiegen die Nachteile. Die Grundprinzipien sind eingehalten. Es gibt eine breite Palette von Reformen, mit deren Hilfe, wenn sie wirklich dann in die Praxis umgesetzt werden, ich glaube, dass Griechenland Chancen hat, auf den Wachstumspfad zurückzukehren. Tja, euphorische Botschaften klingen anders, aber immerhin, ein Anfang ist gemacht. Guten Abend. Griechenland wird weiterhin Teil der Euro-Familie bleiben. 80 Milliarden Euro will die sich das kosten lassen. Doch die Frage ist, für wen dieser Satz eigentlich gilt, den die Kanzlerin heute Morgen nach 17-stündigem Dauerverhandeln sagte. Die Vorteile überwiegen die Nachteile. Sagt diese Geste von Alexis Tsipras, mehr habe ich nicht rausgehauen, wir bekommen zwar wieder Luft zum Atmen, müssen aber akzeptieren, dass die Gläubiger unser Land umbauen? Oder sagt er, jetzt ist endlich ein Anfang gemacht, um das am Boden liegende Griechenland wirklich wieder aufrichten zu können? Was nicht nur zum Vorteil Griechenlands, sondern ganz Europas wäre. Bettina Scharkus berichtet. Die Nacht wurde lang. Das Warten erschien endlos im Ratsgebäude. 17 Stunden lang wurde erbittert darüber gerungen, wie es weitergehen soll mit Griechenland. Als Angela Merkel am Morgen nach der Stimmung im Sitzungssaal gefragt wird, bleibt sie bemüht neutral. War eigentlich für die vielen Stunden sehr sachlich. Obwohl gerade Deutschland auf strenge Auflagen für Athen gedrängt hatte, zeigt sich die Kanzlerin am Ende doch zufrieden mit dem Kompromiss. Auf der einen Seite Solidarität der Mitgliedstaaten, auf der anderen Seite Eigenverantwortung des Landes, in dem auch Veränderungen durchgeführt werden müssen. Und dies ist gelungen, obwohl in der letzten Zeit die wichtigste Währung, nämlich das Vertrauen und das sich aufeinander verlassen können, doch schwer erschüttert worden ist. Die Geldgeber sind bereit, mehr als 80 Milliarden Euro an Krediten zu bewilligen. Auch der deutsche Steuerzahler wird dafür gerade stehen müssen. Im Gegenzug muss Griechenland noch in dieser Woche strikte Auflagen erfüllen. Die Regierung muss die Mehrwertsteuer erhöhen, eine effektive Rentenreform einleiten. Die nationale Statistikbehörde, die jahrelang falsche Wirtschaftszahlen gemeldet hat, soll umgebaut werden. Und die Staatsausgaben müssen automatisch gekürzt werden, wenn bestimmte Sparziele nicht erreicht werden. Das griechische Staatsvermögen soll den Gläubigern als Sicherheit dienen. Dieser Punkt war bis zuletzt hoch umstritten. Für die griechischen Kapitalanlagen wird ein Treuhandfonds geschaffen, der von uns beaufsichtigt wird. Das Staatsvermögen Griechenlands soll privatisiert werden oder es wird so verwaltet, dass es Gewinne abwirft. Griechenland geht das Geld aus. Das Land braucht jetzt schnell Überbrückungskredite. Nur wenige Stunden nach der Marathonsitzung starten die Finanzminister die Detailverhandlungen. Jetzt geht es um die Brückenfinanzierung, um Hilfskredite. Schwierige Verhandlungen, denn viele Länder dürfen Griechenland ohne Gegenleistung gar kein Geld mehr geben. Alexis Tsipras sprach nach dem Treffen von einem schweren Kampf. Er sieht sich aber nicht als Verlierer vom Platz gehen. Wir standen vor einem Dilemma, einer sehr schwierigen Entscheidung, aber wir übernehmen jetzt Verantwortung für das Verhandlungsergebnis. Der Grexit ist abgewendet, vorerst. Doch Vertrauen hat in Brüssel nach wie vor kaum jemand zur griechischen Syriza-Regierung. Die Geldgeber verfolgen Alexis Tsipras Schritte nun sehr genau. Wirklich entspannt sind IWF und Co. noch lange nicht. Doch es gibt Hoffnung für die Bürger in Griechenland. Tja, Rolf-Dieter Krause in Brüssel. Liest man aus diesen Verhandlungsergebnissen nicht eher die Handschrift der Geldgeber, denn die einer linken griechischen Regierung? Hat Alexis Tsipras kapituliert? Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber wenn man ihn verwenden will, ja. Er hat eigentlich kein Programm gewollt, jetzt hat er eins beantragt und er bekommt es auch. Er muss Bedingungen akzeptieren, die er noch vor einer Woche abgelehnt hat. Aber die Kapitulation ist nicht bedingungslos und sie ist auch nicht einseitig. Er bekommt viel mehr Geld, als vorher in Rede stand, viel mehr Geld, auch als er selbst beantragt hat. Dazu zusätzliche Milliarden für Investitionen und selbst in der Schlussrunde der Verhandlungen
hat er sich gegen die Kanzlerin durchgesetzt. Dieser Privatisierungsfonds, in dem das griechische Staatsvermögen geparkt wird, wird eben nicht mehr als Pfand für die Kredite herhalten können. Und er wird auch nicht zur Minderung der Staatsschuld, jedenfalls nicht in vollem Umfang, eingesetzt, sondern nur zu einem kleinen Teil. Nun ist das ja bereits der dritte Anlauf, Griechenland mit Milliarden zu retten. Woher nehmen die Europäer eigentlich das Vertrauen, dass es diesmal klappt? Tja, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das Vertrauen wirklich besteht. Dieser Beschluss, Griechenland jetzt zu helfen und im Euro zu halten, ist eher von der Angst diktiert gewesen, dass die Europäische Union es nicht aushalten könnte, wenn ein einmal gemachter Integrationsschritt rückgängig gemacht würde. Die Staats- und Regierungschefs vertrauen offensichtlich der Stabilität der Europäischen Union nicht, dass sie es zutrauen, dass sie das ausgehalten hätte. Das war wohl der entscheidende Grund. Was in 3 Jahren passiert, wenn dieses Programm ausgelaufen ist, das weiß niemand, aber sicherlich befürchtet der eine oder andere, dass dann wieder ein Programm fällig werden könnte. Danke, Rolf-Dieter Krause. Ja, wie viel Vertrauen die Deutschen in die griechische Politik haben, das hat heute blitzschnell der Deutschlandtrend in einer repräsentativen Umfrage ermittelt. Ein drittes Rettungspaket finden immerhin 52% der Befragten richtig, 44% lehnen es ab. Für neue Hilfe sind ja griechische Reformen vereinbart worden und da hat die Mehrheit der Deutschen wenig Zuversicht. Nur 18% sagen nämlich, die Regierung in Athen würde die Reformen auch umsetzen, während 78% gar kein Vertrauen haben. Die Deutschen sind also auf der einen Seite zur Hilfe bereit, aber auch sehr misstrauisch. So jedenfalls die Meinung im Deutschlandtrend. Kommen wir mal zu der griechischen Sicht. Noch spüren die Griechen nichts von den Ergebnissen dieser Brüsseler Verhandlungsnacht. Die Banken bleiben erst einmal weiter geschlossen. Denn das, was nun in Brüssel seinen Anfang nahm, muss erst einmal durchs griechische Parlament gebracht oder vielmehr gepeitscht werden. Denn die Abgeordneten müssen schon bis Mittwoch einige der beschlossenen Reformen verabschieden. Reformen, die Tsipras-Partei und eine Mehrheit der Griechen bei dem Referendum vor kurzem erst vehement abgelehnt hatten. Über politische Logik auf Griechisch, Bernd Niebrügge. Alexis Tsipras auf dem Weg in seinen Amtssitz. Ist er nun ein Sieger oder Verlierer? Den Grexit hat er verhindern können, doch für weitere Milliarden haben er und sein Finanzminister ein rigoroses Reformdiktat akzeptiert. Das laute Nein seiner Anhänger im Referendum hat Tsipras kassiert. Lehrer Grigoris Kalomiris ist einer der Enttäuschten. Als Funktionär der Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes haben er und seine Anhänger Tsipras schon bei den Wahlen unterstützt. Jetzt demonstriert Grigoris gegen ihn. Morgen soll ein 24-stündiger Streik des öffentlichen Dienstes folgen. Nach dem Referendum sahen sie das Ende des Sparkurses kommen. Doch nun dieser Richtungswechsel ihres Idols. Ich werde also weiterkämpfen, genau wie ein Großteil der griechischen Arbeiter, um diese Sparpolitik umzukehren. Wir wollen die heutige Vereinbarung zwischen griechischer Regierung und den Gläubigern stoppen. Sie wird niemals Realität werden. Auch innerhalb der Syriza, der Partei des Regierungschefs, regt sich Widerstand. So kündigen auf dieser linken Plattform Mitglieder der Partei dem Regierungschef ihre Gefolgschaft. Und in der Regierungsfraktion von Alexis Tsipras sollen sich schon bis zu 20 Abweichler gefunden haben, darunter auch 2 Minister. Tsipras eigene Mehrheit im Parlament scheint verloren. Wir wollen das nicht schönreden, meint Arbeitsminister Panos Kourlitis. Dieses Abkommen, das sind nicht wir. Während der Partei des Regierungschefs die Spaltung droht, bietet die Opposition Alexis Tsipras die Unterstützung an. Sie spekuliert auf eine Regierung der nationalen Einheit, um die langfristige Umsetzung von Reformen zu ermöglichen. Wir sind bereit, so der liberale Oppositionspolitiker Theo Harris, eine Regierung der nationalen Einheit zu bilden, um diese Krise zu bewältigen. Wir müssen diese Regierung aber sehr schnell bilden, um sicherzustellen, dass die restlichen Verhandlungen für das angedachte 3-Jahres-Programm schnell abgeschlossen werden können, um damit nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten.
Einer der umstrittensten Punkte der Vereinbarung zwischen Gläubigern und griechischer Regierung ist die Einrichtung eines Treuhandfonds. In diesem soll staatliches Eigentum wie zum Beispiel der alte Flughafen oder die staatliche Bahn zusammengefasst und privatisiert werden. Und auch dagegen hatten viele Bürger gemeinsam mit Alexis Tsipras demonstriert. Nun aber ist alles anders. Alexis Tsipras also ohne eigene Mehrheit. Mike Lingenfelser in Athen. Steht Athen nun vor einer veritablen Regierungskrise? Ich würde sogar sagen, sie ist mittendrin. Der Energieminister wäre eigentlich zuständig für einen Teil der im Beitrag gerade angesprochenen Privatisierungen. Und er stellt sich ganz offen gegen Alexis Tsipras. Genauso der Sozialminister müsste dann die Reform der Renten durchziehen. Und auch er gehört zum Lager der Abtrünnigen. Also Alexis Tsipras regiert de facto jetzt schon in einer Art Minderheitsregierung, wenn denn die vielen Abtrünnigen bei ihrer harten Position gegen ihn bleiben. Er braucht die Stimmen der Opposition. Sonst kann er die Abstimmung, die ja bald kommen soll, im Parlament nicht durchbringen. Aber er braucht auch langfristig weitere neue Partner, neue Allianzen, wenn er im Amt bleiben möchte. Kann denn Tsipras das Ganze politisch überleben? Die Opposition wird es ihm nicht leicht machen. Sie wird irgendwann aus der Deckung kommen und die Gunst der Stunde für sich nutzen wollen. Aber im Moment ist er immer noch sehr populär, trotz allem. Es kann ihm im Grunde von der Opposition, im Moment zumindest, keiner so richtig das Wasser reichen. Und es ist auch kaum einer da, der diesen undankbaren Job übernehmen möchte. Desjenigen, der jetzt schmerzhafte Reformen auch wirklich umsetzen muss. Und dann verbinden immer noch viele Menschen in der Bevölkerung mit ihm die Hoffnung, dass Reformen, auch wenn sie jetzt noch schmerzhafter werden, wie erwartet, vielleicht mit diesem Alexis Tsipras milder ausfallen würden als vielleicht mit einem anderen Machthaber. Und zu guter Letzt spielt ihm vielleicht auch in die Karten, dass das Grexit-Szenario jetzt von Deutschland noch mal so prominent ins Spiel gebracht wurde. Denn das hilft ihm bei seiner auch bisherigen Argumentationslinie, gerade im Nachhinein das Ganze noch mal so aussehen zu lassen, als waren es äußere Zwänge. Als wurde der Grexit von irgendwelchen äußeren Kräften, Mächten gewünscht. Und er konnte es nur abwenden, indem er diese Kehrtwende jetzt macht und Reformen durchzieht. Einschätzung von Mike Lingenfelser. Vielen Dank nach Athen. Ja, nun ist das ja erst der Anfang eines gemeinsamen Weges, den nach dem griechischen Parlament auch noch 6 andere europäische Parlamente mitzugehen haben, bevor die Verhandlungen über ein neues Hilfspaket mit Athen überhaupt beginnen können. Müssen die Abgeordneten in Frankreich, in Österreich, in Estland, in Slowenien, in Finnland und auch in Deutschland zustimmen? Hier voraussichtlich am kommenden Freitag. Würde man in Berlin nun alle Abgeordneten darauf festlegen, was sie in den letzten Monaten zu weiteren Hilfen gesagt haben, vor allem, dass es keine weiteren geben wird, wenigstens nicht mit ihnen. Also würde das alles weiter gelten, könnte die Abstimmung am Ende der Woche für die Bundeskanzlerin wahrscheinlich eine heikle Sache werden. Denn viele der Neinsager kommen aus den Unionsreihen. Wird sie wohl aber nicht. Zumindest im Bundesvorstand der CDU, dem Spitzengremium der Partei, stimmten die Anwesenden heute schon mal per Beifallsbarometer ab. Angela Merkel erhielt, wie es hieß, lang andauernden Applaus. Anne-Karin Lammers. Der Grieche hat jetzt lang genug genervt. Harte Worte von CDU-Parteivize Thomas Strobel. Kein Wunder, gut 5 Jahre ist es her, da stimmte der Bundestag zum ersten Mal für ein Griechenland-Rettungspaket ab. Es folgten 4 weitere Abstimmungen. Die SPD, 2010 noch in der Opposition, enthielt sich damals mehrheitlich. Heute ist sie die sichere Bank der Kanzlerin. Parteichef Sigmar Gabriel sprach kürzlich zwar noch davon, dass jegliche Brücken nach Griechenland eingerissen seien, doch heute, kurz vor seinem Abflug zur Visite nach China, gemäßigte Töne. Ohne diese harten Konditionen wäre es nicht verantwortbar gewesen, ein so großes finanzielles Hilfspaket auf den Weg zu bringen. Aber ich bin auch sicher, dass wir jetzt den Weg freigemacht haben, um endlich diese Krise zu bewältigen. In der Union wächst indessen der Widerstand. Es gibt etliche, die die Brüsseler Einigung ablehnen. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich glaube, dass die Währungsunion so keine Zukunft hat. Wir brauchen eine Insolvenzordnung, die zum Ziel hat, Sanierung oder Austritt. Im Moment kaufen wir nur Zeit. Im Februar bei der 5. und bislang letzten Abstimmung zu Griechenland hielten mehr als 100 Unionsabgeordnete per Protokollnotiz fest, dass sie weiteren Hilfsgeldern für Griechenland skeptisch gegenüberstehen.
Die Zweifler muss CDU-Fraktionschef Volker Kauder nun vom Kurs der Kanzlerin überzeugen. Bislang sei das aber immer gelungen. Ich kann nur sagen, im Bundesvorstand der CDU hat Angela Merkel für das Verhandlungsergebnis große Zustimmung erfahren. Anders als die Union haben die Grünen bislang immer für die Griechenlandhilfen gestimmt. Ich will nur an die Adresse der Bundeskanzlerin sagen, sich permanent immer auf die Grünen zu verlassen, kann nicht ausreichend sein. Sie muss schon auch in ihrer Fraktion werben und sie muss vor allem deutlich machen, wie es weitergeht. Linksparteichef Rixinger dagegen kann sich nicht vorstellen, dass seine Partei den Sparkurs der Kanzlerin unterstützen wird. Sie hat in einer unerträglichen Art und Weise diesen Kurs der Europäischen Union aufgezwungen, hat mit den Mitteln der Erpressung gearbeitet und in hohem Maße demokratische, souveräne Rechte verletzt. Nach durchwachter Nacht in Brüssel empfängt die Kanzlerin am Abend in Berlin das diplomatische Korps, auch den griechischen Botschafter. Ihre Mehrheit wackelt wohl nicht, doch Überzeugungsarbeit in den eigenen Reihen wird sie schon noch leisten müssen. Egal wie die Debatte im Bundestag verlaufen wird, in der internationalen Medienwelt und besonders im weltweiten Netz gibt es eigentlich kein Schimpfwort, das nicht schon über deutsche Politiker ausgeschüttet worden wäre. Da ist der Vorwurf der Blutsaugerei auf einem griechischen Plakat noch fast harmlos. Besonders Wolfgang Schäuble gilt als Oberantreiber der Griechenland-Drangsalierer. Selbstverständlich kann man die Strategie der Bundesregierung auch durchaus kräftig kritisieren, wie es derzeit viele unter dem Hashtag This is a coup tun, was übersetzt heißt, das ist ein Staatsstreich. Aber Meinungsfreiheit heißt freilich nicht immer, alles, was einem gerade so in den Kopf kommt, anderen an den Ihren zu donnern. Marcel Müller über Kritik, Pöbeleien und Polemik. Da ist er wieder, der hässliche Deutsche. Merkel und Schäuble, für viele ein Synonym für Härte. Deutschland erhöht den Druck. Berlin bleibt hart. Die großen Zeitungen des Kontinents sind fast noch gnädig am Morgen nach dem Gipfel. Im Internet wütet da schon ein Sturm der Entrüstung. Unter dem Twitter-Hashtag This is a coup, das ist ein Staatsstreich, ist von Erniedrigung die Rede. Deutschland habe die europäische Einheit und Solidarität zerstört. Manch einer sieht es auch so. Merkel, die Frau aus dem Horrorkabinett, Schäuble, der Sensenmann aus Deutschland. Dieser Sündenbock ist nun mal Frau Merkel und Herr Schäuble. Ich denke, Frau Merkel hat sehr stark diese Debatte dominiert und damit natürlich auch die Kritik aus dem Ausland auf sich gezogen. Und das ist ein Stück weit die Quittung dafür. Auch Paul Krugman, der amerikanische Wirtschaftsnobelpreisträger, schaltet sich ein. Deutschland wolle die totale Demütigung Griechenlands. Verbal scharf geschossen wird vor allem gegen Schäuble, auch aus der Opposition. Der herzlose, herrische und hässliche Deutsche hat wieder ein Gesicht und das ist das von Schäuble. Nun ja, eine Nummer kleiner wäre vielleicht auch gegangen. Denn Deutschland steht mit seinen Forderungen nicht alleine da. Die baltischen Staaten, Finnland, die Niederlande und andere vertreten die gleiche Position. Was haben die Deutschen falsch gemacht? Diplomatisch ungeschickt war zum Beispiel die Tatsache, dass dieses Papier aus dem Finanzministerium nun heute Nacht kursierte. Vielleicht hätte auch Deutschland versuchen müssen, Mitspieler, die auch offiziell auftreten, stärker mit ins Boot zu holen. Am Ende bleibt viel zerschlagenes Porzellan und ein Tweet, der nachdenklich macht. Wir sind für die Welt wieder die Deutschen, vor denen man uns immer gewarnt hat. Barsche Worte und die griechische Chance. Ein Kommentar von Reinhard Becker vom Südwestdeutschen Rundfunk. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Thomas Strobel hat es heute Morgen knapp auf den Punkt gebracht. Der Grieche hat jetzt lang genug genervt. Auch wenn ihm viele recht geben mögen, es ist Zeit, verbal abzurüsten, hier wie in Griechenland. Denn es gibt jetzt ein Ergebnis, ein drittes Hilfspaket im Wert von gut 80 Milliarden Euro. Damit summiert sich die Griechenlandhilfe der vergangenen Jahre auf beinahe eine halbe Billion Euro. Eine gigantische, kaum fassbare Summe, die jeden Zweifel an europäischer Solidarität eigentlich von selbst verbieten sollte. Dennoch schreiben die Zeitungen in Athen heute einmal mehr von einer beispiellosen Demütigung Griechenlands.
Offensichtlich sehen sich immer noch Teile Griechenlands als gemeinnütziger Verein, der Spenden empfangen darf, ohne Rechenschaft darüber ablegen zu müssen. Dabei hat es die griechische Regierung jetzt selbst in der Hand, kann zeigen, dass sie es ernst meint mit Reformen, die Griechenland zurück auf den Wachstumspfad führen. Erst Reformen, dann Geld. So ist es richtig. Und dass dieser Weg jetzt beschritten werden kann, ist ein Verdienst der Kanzlerin und des Bundesfinanzministers. Angela Merkel und Wolfgang Schäuble haben ihren Job gut gemacht, sind so sinnvoll und sorgsam wie möglich mit deutschem Steuergeld umgegangen. Dafür geschmäht zu werden, offenbart eine verkehrte Sichtweise. Und was da so unter dem Hashtag This is a coup, das ist ein Putsch, gegen die deutsche Politik veröffentlicht wurde, lässt Zweifel zu an der Schwarmintelligenz der Social-Media-User. Bleibt festzuhalten, Griechenland hatte eine Chance verdient, hat sie jetzt bekommen und sollte sie nun nutzen. Ein Kommentar von Reinhard Becker und der kommt selbstverständlich vom Südwestrundfunk. Auch die Finanzmärkte haben heute den Kompromiss in der griechischen Schuldenkrise mit Spannung verfolgt. Die Nachrichten mit Jan Hofer. Am deutschen Aktienmarkt ist die Einigung im Schuldenstreit mit Erleichterung aufgenommen worden und hat dem Leitindex weiter Auftrieb gegeben. Der DAX schloss im Plus mit 11.484 Punkten. In New York stieg der Dow Jones auf 17.977 Punkte. Mehr Reaktionen aus der Wirtschaft jetzt von Markus Görner aus der Frankfurter Börse. Nicht nur der deutsche Aktienindex macht einen Satz nach oben, auch die Gemeinschaftswährung, um die es in den Verhandlungen mit Griechenland ja auch ging, legte zunächst zu. Allerdings hielt dieses Hoch beim Eurokurs nicht lange an. Als Grund wird die geplante Leitzinserhöhung in den USA durch die US-Notenbank gesehen. Am Abend notiert der Euro bei einem Dollar 10,28. Die schnöde Weltpolitik und der harte Alltag haben den Euro wieder eingeholt. Das gilt nicht für die Europäische Zentralbank, deren Hilfe Athen auch nach der Einigung weiter braucht. Die EZB hat schon bisher über die griechische Notenbank die Geschäftsbanken mit Euro am Leben gehalten. Mit Nothilfekrediten, genannt ELA. So flossen bisher rund 90 Milliarden Euro und nach der heutigen Telefonkonferenz der EZB ist klar, dabei bleibt es auch vorerst. Diese Kredite werden nicht erhöht. Am Donnerstag wird es im Rahmen der normalen Sitzung des EZB-Rates wieder um Griechenland gehen und um die Frage, wie man mit den nächsten Zahlungsverpflichtungen des Landes umgeht. Eine Erhöhung der ELA-Kredite ist dann wahrscheinlich. Im Ringen um ein Atomabkommen mit dem Iran gibt es bislang keine Einigung. Zunächst war für heute Abend mit einer Übereinkunft in Wien gerechnet worden. Nach US-Angaben sind aber nach wie vor Streitpunkte offen. Beobachter gehen davon aus, dass es morgen früh zu einer Einigung kommen könnte. Mit einem Abkommen zwischen dem Iran und den 5 UN-Vetomächten sowie Deutschland soll gewährleistet werden, dass Teheran keine Atomwaffen entwickelt. Im Gegenzug sollen Sanktionen des Westens aufgehoben werden. Im ersten Halbjahr hat die Bundespolizei mehr als 60.000 illegale Einreisen registriert. Damit sei schon jetzt das Rekordniveau vom Vorjahr übertroffen, heißt es im Jahresbericht der Behörde. Die meisten Menschen, die in Deutschland Schutz suchen, kommen demnach aus Krisenstaaten wie Syrien und Afghanistan, aber auch aus Balkanländern wie dem Kosovo. Der CDU-Politiker Philipp Missfelder ist tot. Nach Angaben aus der Partei starb der 35-Jährige an einer Lungenembolie. Missfelder war zuletzt außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Von 2002 bis 2014 stand er an der Spitze der Jungen Union. Da nimmt einer den Hut, der zu alt war für die Junge Union. Das war vor nicht mal einem Jahr. Philipp Missfelder verabschiedet sich von der Jugendorganisation. Die Karriere in der CDU sollte eigentlich noch vor ihm liegen. Der war ein großes Organisationstalent und gleichzeitig streitbar. Und diese Streitbarkeit hat Menschen motiviert, sich zu engagieren. Missfelder kam wegen Helmut Kohl zur Union, bewunderte den Altkanzler, hielt immer zu ihm als einer der wenigen auch in der Parteispendenaffäre. Wenn man seine Verdienste für Europa und für die deutsche Einheit sieht, dann überwiegt es eindeutig die Fehler. Die Parteichefin und der CDU-Vorstand reagierten bestürzt, genauso wie Missfelders Nachfolger bei der Jungen Union. Er war jemand, der sehr gestritten hat für die Interessen der jungen Generation. Häufig unbequem, aber er hat die richtigen Diskussionen angestoßen. Gemeint ist auch die Sache mit dem Hüftgelenk. Missfelder hatte vor Jahren angeregt, dass 85-Jährige aus Kostengründen keine künstlichen Hüften mehr bekommen sollen. Der Fauxpas blieb ein Einzelfall. Der Bundestag trauert um einen profilierten Außenpolitiker.
Geschichten über Nazis sind nicht unbedingt ein guter Stoff für eine Komödie. Erst recht nicht, wenn es sich um einen alten Mann mit Sonnenbrille handelt, der an einem Strand in Uruguay spazieren geht und vermutlich nach dem Zweiten Weltkrieg Hals über Kopf aus Deutschland geflohen ist. Doch der Film Senior Kaplan ist eine Komödie, gelegentlich sogar eine recht deftige. Auch weil ausgerechnet dieser mutmaßliche Altnazi dem Juden Jakob Kaplan in vorgerücktem Alter wieder einen Lebenssinn gibt. Klaus Lesche über die Jagd auf einen ehemaligen Jäger. Jacobo. Mir geht's gut. Gut geht's ihm eigentlich nicht. Senior Kaplan hält sein Leben für einen peinlichen Unfall. 76 Jahre ist er nun alt. Wie alle in der jüdischen Gemeinde Montevideos hat es Kaplan zu ein wenig Wohlstand gebracht. Doch er will sich nicht mit seiner Mittelmäßigkeit arrangieren und leistet sich eine Late-Life-Crisis. Goethe hat den Faust mit 81 Jahren geschrieben. Und Abraham empfing den Ruf Gottes mit 75. Mein Name ist Jakob Kaplan. Was habe ich Denkwürdiges getan? Ist die Welt besser geworden, dank mir? Ist sie nicht, und das soll sich ändern. Als er von einem alten Deutschen am Strand hört, den alle nur den Nazi nennen, sieht Kaplan seine historische Mission gekommen. Der Deutsche betreibt die Strandbar Estrella, zu Deutsch Stern. Bei diesem Namen geht Kaplan ein Licht auf. 1945 kam ein Schiff an, voll mit Nazis, die aus Deutschland geflohen waren. Weißt du, wie das Schiff hieß? Stern. Kaplans Jagdfieber steckt den arbeitslosen Ex-Polizisten Wilson an. Den bezahlt Kaplans Familie eigentlich als Chauffeur für den seeschwachen Alten. Wilson bereitet für Kaplan alles vor, um den Deutschen zu kidnappen und nach Israel zu schaffen. Beide träumen von einem zweiten Fall Eichmann. Ich habe einen Freund beim Zoll. Er regelt für uns die Ausreise. Ich habe einen Pass besorgt. Simon Feldmann Radoschice. 14. August 1933. 33? Es sollte 23 sein, da besteht kaum Ähnlichkeit. Wir brauchen nur ein wenig Schminke, aber das ist alles organisiert. Kaplan und Wilson erinnern nicht nur optisch an Don Quixote und Sancho Panza. Beide würden gern die Welt retten, vielleicht aber kämpfen sie doch nur gegen Windmühlen. Wie Don Quixote steckt auch Senior Kaplan voller melancholischem Witz, der sich mitunter zum Wahnwitz steigert. Vielleicht trainiert er nur. Ich habe ihn nichts anderes machen sehen. Ich versichere dir, wenn diese Typen trainieren, bedeutet das nichts Gutes. Die kuriose Nazi-Jagd an der Küste Uruguays ist ein kleines Kinojuwel. Sie steht auch für die Jagd eines angezählten Mannes nach Profil, Respekt und Ruhm. Den alten Kaplan treibt die gleiche Frage um, die ihm irgendwann auch der Deutsche stellt. Wer bist du? Senior Kaplan läuft ab Donnerstag in unseren Kinos. Bleibt uns noch das Wetter. Da hat sich besonders im Norden, anders als im Süden, der Sommer bislang nicht für durchgehendes Sommerwetter entschieden. Sven Plöger, was haben wir denn in den nächsten Tagen zu erwarten? Das war eine sehr richtige Zusammenfassung, Karen. Im Süden hat es nämlich viel Hitze schon gegeben und da wird es in den nächsten Tagen wieder richtig heiß. Aber auch eine ganze Menge Wärme kommt davon im Norden an. Und das möchte ich zeigen, und zwar mit Hilfe des 15-Tage-Trends. Wir haben einen Ort in der Mitte ausgewählt, nämlich Frankfurt am Main. Und schauen Sie mal, das geht schlagartig nach oben dann am Freitag. Ich gehe mal weg, dann können Sie es auch sehen. Am Freitag 38, vielleicht 39 Grad. Wir sind wieder nahe dran an der 40-Grad-Marke und dann geht es mit Gewittern wieder runter. Und viele Menschen würden sich dann mutmaßlich freuen, das ist jetzt auch eine gewagte Überleitung, auf dem Zwergplaneten Pluto zu sein. Da haben wir ihn mal. Da gibt es auch eine dünne Atmosphäre. Minus 230 Grad, die dort eher winterlich anmutenden Temperaturen. Und morgen wird eine Sonde, die Sonde New Horizons, ungefähr 12.000 Kilometer an Pluto vorbeifliegen und ihn dann genauer unter die Lupe nehmen. Was hat das mit dem Wetter zu tun? Was Interessantes: Der Pluto ist 32 Mal weiter von der Erde entfernt als von der Sonne entfernt, pardon, als die Erde. Und entsprechend gibt es nicht so ganz viel Licht Pluto-Time. 5 Minuten vor Sonnenauf oder 5 Minuten nach Sonnenuntergang. Das ist die Beleuchtung heute wie in München 21.17 Uhr an einem Pluto-Nachmittag. So, weg vom Pluto, hin zu unserem Wetter. Kommende Nacht weiterer Regen. Ganz im Norden trocken, ganz im Südwesten ebenfalls. Die Temperaturen im Westen sehr weit oben. 17, 18 Grad, schwül und dampfig.
Sonst meistens 12 bis 15 Grad. Und der morgige Vormittag im Ostseeumfeld in Schleswig-Holstein ganz freundlich. Sonst häufiger noch der Regen. Im Südwesten schon sonniger. Wird am Nachmittag hier immer freundlicher. In der Mitte gibt es noch Tropfen. Die Natur freut sich. Und die Temperaturen erreichen in der Nordhälfte meist Werte um 20. Im Südwesten im Markgräflerland schon wieder 31 Grad. Das ist der Wind um dieses Tief rum. Meist Südwest mit Stärke 3 bis 4. Die Aussichten Mittwoch in den Mittelgebirgen schon weniger Schauer. Im Süden schon 32. Im Sommer und am Donnerstag dann Hitze mit 37 Grad. Also Karen, man kann klar sagen, die nächste Hitzewelle rollt an. Vielen Dank, Sven Plöger. Und mit diesen Hitzewellenaussichten verabschieden wir uns für heute. Hier folgt aus der Reihe exklusiv im Ersten jetzt ein Film über den Terrorkrieg des IS im Internet. Das Nachtmagazin mit Gabi Bauer meldet sich um 0:50 Uhr und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin.